Heute werden wir zwei Bibelverse lesen. Erstens 2. Korinther, Kapitel 4, oder wo? Vers 7. Vers 7. Nur Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Die zweite Bibelstelle ist in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 20 bis 21. Also hier? Welcher Vers? 20 bis 21. Ja. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die eine zur Ehre und die andere aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. 지난번에 시청 앞에서 찬양해준 여러분들에게 정말 감사를 드리고 싶습니다. Das letzte Mal haben wir vor dem Rathaus Lobpreis gemacht auf der Straße. Für all die Leute, die da waren und mitgemacht haben, bedanke ich mich herzlich nochmal. 비가 오는데도 여러분들이 찬양 드리는 것을 보면서 정말 제 마음에 진한 감동이 왔습니다. Obwohl es geregnet hat, haben sie alle von ganzem Herzen gesungen und eine sehr große Rührung kam in meinem Herzen. Ich glaube fest daran, dass Gott sich sehr erfreut hat durch unsere Lobpreismission. Ein super besonderen Dank geht an Nathanael, der auch Gitarre gespielt hat im Regen. Vielen Dank dafür. Ja, 우리는 제한된 시간 동안 이 세상에서 삽니다. Ja, wir alle leben in einer begrenzten Zeit auf dieser Welt. 우리가 이 세상에 영원히 살지 않는다는 얘기입니다. Das bedeutet, dass wir nicht für immer und ewig auf dieser Welt leben. 우리는 또한 한 번뿐인 인생을 Auch leben wir nur einmal unser Leben. Ich persönlich, wenn ich an meine Vergangenheit denke, dann merke ich, dass die Zeit sehr schnell vorbeigeht. Das Jahr 2013 hat angefangen und jetzt haben wir schon Oktober. Die Zeit geht sehr schnell vorbei. Uns wurde ein kurzes, einmaliges Leben geschenkt. Und mit diesem Leben, was wir geschenkt bekommen haben, müssen wir für die Welt gebraucht werden. Sie alle wissen, dass wir nicht böse gebraucht werden dürfen. Warum? Weil dann unser Name für immer in der Schande auf dieser Welt dastehen wird. Wir müssen gut gebraucht werden. Vor allem dürfen wir nicht unwürdig benutzt werden, sondern wie ein Diamant wertvoll und würdig. GY Vijay ist nun 2 Jahre alt. Und ich wünsche und bete von ganzem Herzen, dass GY Vijay wie ein Diamant von Gott benutzt werden kann. Was sind aber die Bedingungen, sodass wir wie ein Diamant gebraucht werden können? Paulus spricht hier von 2 Bedingungen.
Erstens, Jesus Christus. Lasst uns kurz im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7 sein Gleichnis anschauen. Er vergleicht hier die Menschen mit Gefäßen. Gefäße können leicht kaputt gehen. Und genauso sind wir Menschen. Wir sind schwach und wir haben unsere Grenzen. Was bedeutet hier Schatz? Wenn man den ganzen Kapitel liest, dann weiß man, dass hier Schatz, das Evangelium gemeint ist. Und das Evangelium, um noch genauer zu fassen, ist Jesus Christus. Paulus spricht hier zu uns. Weil wir Christen geworden sind, haben wir Jesus Christus in unserem Herzen, der so ist wie ein Schatz. Warum hat wohl Gott uns in unserem Herzen Jesus Christus geschenkt, hineingepflanzt? Paulus erklärt dies so. Wir haben zwar keine Macht, aber in Jesus Christus findet man alle Mächte dieser Welt. So dass wir das verstehen, hat Gott dies getan. Mit anderen Worten gesagt, in unserem Leben, wer entscheidet über unser Leben? Das ist Jesus Christus. Er hat die vollkommene Macht. Deswegen ist es auch so, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, von der Sünde und vom Tod befreit werden. Warum? Wir können uns selbst nicht retten. Aber in Jesus steckt die Macht, uns zu retten. Vor allem können wir ein wertvolles Leben führen, wenn wir Jesus Christus in uns haben. Weil wir dann in unserem Gefäß einen Schatz hineinpflanzen, der sehr, sehr wertvoll ist. Das Leben von Paulus zeigt das auch. Paulus wurde am Anfang böse genutzt, gebraucht. Er hat die Christen verfolgt. Aber nachdem er Jesus Christus traf, nachdem er ihn zu seinem Herrn machte, wie wurde sein Leben verändert? Sein Leben wurde wertvoll gebraucht von Gott. Weil er Jesus Christus als seinen Herrn in seinem Herzen anerkannte. Es gibt eine Geschichte, die einen sehr starken Einfluss in meinem Leben hatte. Sie kennen alle Michelangelo? Er ist ja ein sehr berühmter Bildhauer und Künstler und er war in einem Shop oder Market gewesen, um einen Stein zu kaufen, sodass er ein Bild hauen kann. Und er hat sich all die guten und schönen Steine angeschaut, die ganz vorne präsentiert waren. Und nachdem er einige Stunden sich die Steine anschaute, fragte er den Besitzer des Ladens, haben Sie noch andere Steine? Und der Besitzer des Ladens sagte, gefällt Ihnen kein Stein hier?
그렇다면 저기 뒤뜰에 가면은 돌이 좀 또 있습니다. Und er sagte weiterhin, okay, im Hinterhof habe ich noch ein paar Steine. 그런데 비도 맞고 그래서 이끼도 끼고 좀 형편없는 돌들입니다. Aber es regnete sehr viel in den letzten Tagen, also die Steine haben sehr viel Regen abbekommen und sehr viel Moos ist über den Stein gewachsen und die sind wertlos, die Steine. Aber er sagte, ich will diese Steine sehen. Und der Ladenbesitzer zeigte ihm die Steine. Und er schaute sich all die Steine an. Und er suchte sich den wertlosesten und den dreckigsten und den schlechtesten Stein aus und sagte, ich möchte gerne diesen Stein kaufen. Und der Ladenbesitzer hat das nicht verstanden, denn er hat all die guten und schönen Steine dagelassen und wollte den schlechtesten Stein kaufen. Und weil er unbedingt ihn fragen wollte, warum er diesen Stein ausgewählt hat, fragte er ihn. Der Stein hat nicht mal so viel Wert, dass Sie Geld bezahlen müssen. Warum möchten Sie unbedingt diesen Stein kaufen? Und da sagte Michelangelo, in diesem Stein versteckt sich eine Frau, die ihre Schönheit nach außen zeigen will. Was will uns diese Geschichte sagen? Der Stein ist unwichtig. Der Bildhauer ist wichtig. Auch wenn der Stein nichts an Wert hat, aber der Bildhauer damit etwas Großartiges baut oder haut, dann wird es großartig. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus ist der größte Bildhauer. Wir sind alle Steine, die nicht so viel wert sind. Und egal wie viele Schwächen wir auch haben mögen, wenn wir in Jesus Christus, in seinen Händen sind, dann werden wir wertvoll gebraucht werden. David wird im Alten Testament sehr gelobt und er ist einer der Menschen, die wirklich von Gott sehr groß gebraucht wurden. Aber er war nur ein Hirte gewesen. Aber Gott erhob ihn und benutzte ihn und er wurde der größte König. Wir alle müssen dies verstehen, dass wir Gefäße sind. Und Jesus Christus ist unser Schatz. Und wenn Jesus Christus uns benutzt, uns Gefäße, dann können wir wertvoll unser Leben führen. Egal wie toll wir auch sein mögen, wenn Gott uns nicht benutzt, wenn wir nicht in Gottes Hand sind, dann können wir kein wertvolles Leben führen. Lasst uns jeden einzelnen Tag mit Jesus Christus, welcher unser Schatz ist, gemeinsam unser Leben führen. So dass wir alle GYBG von Gott wirklich wie ein Diamant gebraucht werden können. Die zweite Bedingung, die Paulus hier spricht, ist Heiligtum. 디모데후서 2장 20절 21절에 보면 바울은 이렇게 얘기해요. 또 하나의 그런 비유를 얘기하고 있습니다.
2. Timotheus sagt Paulus 20절 21절 im Vers 20 und 21, dass wir wieder Gefäße sind. 근데 여기서는요, 하나님의 교회에는 여러 종류의 그릇이 있다고 했어요. Aber hier sagt er, dass in der Kirche, dass in einer Gemeinde viele verschiedene Gefäße gibt. 여러분, 정말 우리 교회의 성도들을 보면 다양한 사람들이 있습니다. Und wenn wir wirklich uns eine Gemeinde anschauen, dann merken wir, oh, hier sind sehr viele verschiedene Leute. 그런데 바울은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그들 중에 천하게 쓰임 받는 사람도 있고 귀하게 쓰임 받는 사람도 있다는 거예요. Aber Paulus sagt hier, dass manche von denen wertvoll gebraucht werden von Gott und manche nicht. 여기서 바울이 강조하는 게 뭡니까? Was will Paulus hier verdeutlichen? 우리가 그리스도인으로서 교회 나와서 신앙생활 한다고 모두가 존귀한 자로 사는 것은 아니라는 거예요. Nur weil wir alle in die Kirche gehen und als Christen leben, heißt das noch lange nicht, dass wir alle wertvoll von Gott gebraucht werden. Es gibt Leute, die in die Kirche kommen und Gottesdienst feiern, aber die nicht wertvoll gebraucht werden. Und dann gibt es Leute, die wirklich sehr wertvoll von Gott gebraucht werden. 여러분, 그러면 어떤 사람이, 어떤 그리스도인이 하나님 앞에 존귀하게 쓰임받고 어떤 그리스도인들은 천하게 쓰임받습니까? Nun müssen wir uns doch die Frage stellen, welche Christen werden von Gott wertvoll gebraucht und welche nicht? Warum ist das so? 바울은 이렇게 얘기했습니다. 누구든지 자기를 깨끗하게 하는 사람이 주님께 쓰임받는다. Paulus sagt hier, jeder, der sich reinigt, der rein wird, wird von Gott gebraucht werden. Ein Gefäß muss man sauber machen, sodass der Besitzer es benutzen kann. Also, wenn wir sauber werden wollen, was heißt das genau? Dass wir von all den weltlichen Dingen uns loslösen müssen. Und dass wir dem Wort Gottes gegenüber gehorchen müssen. Erst dann wird Gott uns benutzen. Als allererstes müssen wir Jesus Christus als unseren Herrn anerkennen. Und uns ihm vollkommen vertrauen. Und mit dem Leben. Und zweitens, wir müssen heilig leben. Wenn wir nicht heilig leben in unserem Leben, dann werden wir nicht vollkommen wertvoll von Gott gebraucht werden. Die Bibel beweist dies. Samuel in seiner Zeit, er hat die Menschen verändert. Er hat seine Zeit reformiert. Er wurde von Gott als sein Werkzeug gebraucht. Es ist super schwierig, in einem Zeitalter ein ganzes Reich zu verändern. Können wir leicht Deutschland verändern? Es ist sehr schwierig. Kann irgendein Pastor super leicht Deutschland verändern? Erwecken, es ist nicht einfach. Ich hoffe und wünsche, dass Yoshi dies tun kann. Es ist nicht einfach. Aber wie konnte Samuel für diese Sache gebraucht werden? Die zwei Söhne von dem Priester damals, sie waren vollkommen verdorben. Aber Samuel lebte heilig. Die ganze Menschheit wurde durch Wasser gepeinigt. Warum? Weil die Sünde zu groß war. Aber die Familie von Noah, die wurden gerettet. Und sie haben eine neue Zeit begonnen. Wie konnte so etwas passieren? Weil sie gerecht
gelebt haben. Gott gebraucht genau solche Menschen. Auch das Ehepaar Zacharia, die Eltern von Johannes, dem Täufer, bei dem war es genauso. Und Jesus genauso. Und Timotheus genauso, an dem der Brief gerichtet war. Auch durch die Weltgeschichte wissen wir, dass Gott heilige Menschen benutzt. Im Jahre 1904, denken Sie mal an die Wales-Erweckung. Sie alle wissen, wer der Führer war von dieser Bewegung. Er heißt Ivan Roberts. Er war ein ganz einfacher junger Minenarbeiter gewesen. Aber er erweckte in Wales die Menschen noch einmal. Wie konnte er so großartig von Gott gebraucht werden? Um die Bibel lesen zu können, lernte er die Schrift. Und während er die Bibel las, wurde er von dem Heiligen Geist gefesselt in Heiligtum. Er hat zum Beispiel in einer Kohlenmine gearbeitet. Und wissen Sie, was seine Mitarbeiter in der Pause gemacht haben? Die anderen haben alle geraucht. Und sie haben über Sex und über all die weltlichen Dinge gesprochen. Aber er war in einer anderen Ecke und wissen Sie, was er getan hat? Er las die Bibel und hat zu Gott gebetet. Wenn wir uns die Situation vorstellen, dann wissen wir, dass das nicht einfach ist. Alle haben sich lustig über ihn gemacht. Vielleicht haben sie auch die Bibel von ihm weggenommen und weggeschmissen. Sie haben ihn verflucht. Aber er las die Bibel und er betete. Er hat so gebetet. Gott, verändere mich. Hilf mir, sodass ich nach deinem Wort leben kann. Denn ich möchte für dein Reich gebraucht werden, Herr. Und eines Tages sah er eine Vision. Auf dem Feld war ein großes Feuer. Und dieses Feuer entfachte sich in ganz England. Nach Europa. Nach Afrika. Nach Asien. Diese Vision sah er. Und Gott schenkte ihm in seinem Herzen eine Rührung und er gab ihm das Versprechen, dass er ihn benutzen wird. Durch ihn wurde die Wales-Erweckung. Diese Bewegung fand nur durch ihn statt und nach ganz Europa wurde die und auf die ganze Welt wurde sie verbreitet. Warum hat Gott diesen Menschen gebraucht? Wie konnte Gott ihn als ein Mensch, der eine ganze Zeitalter verändert hat, gebrauchen? Weil er nach dem Wort Gottes hörte und danach lebte und heilig wurde. Wir müssen aufpassen, sodass wir uns nicht verfärben wie die Weltlichen.
우리가 주의 말씀에 순종해서 거룩하게 살아갑시다. Wir müssen dem Wort Gottes gehorchen und nach seinem Wort leben. 그래서 이 시대에 우리와 우리 지와의 의지가 하나님 앞에 보석같이 존귀하게 쓰인 것을 원합니다. So dass wir alle und die ganze GYBG von Gott als sein wertvollen Diamant gebraucht werden kann. Amen. Amen. Wir 이제 또 같이 좀 기도.